Herzlich willkommen nun also zu Teil 2 von Illner Intensiv heute. Angst vor Armut und Krankheit. Wer schützt uns im Alter? Darüber diskutieren wir in den nächsten 30 Minuten mit diesen Gästen. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern für die SPD kämpfend. Karl-Josef Laumann, der Sozialminister für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Und André Pochenburg, Mitglied im AfD-Bundesvorstand. Und damit sind wir bei André Pochenburg. Herr Pochenburg, Ihre Partei schreibt in Ihr Programm, volle Rente gibt es nur nach 45 Jahren, egal wie alt man ist. Heißt das am Ende nicht für sehr viele Rente mit 70, eben wenn man erst mit 25 angefangen hat zu arbeiten? Die Diskussion Rente mit 70, die ja von der CDU doch immer mal aufgemacht wird, wird von einer CDU garantiert auch so kommen, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre und Legislaturperioden anschauen. Ich und die AfD, wir sagen ganz einfach, lasst uns nicht über das Lebensalter sprechen, lasst uns über das Lebensarbeitszeitalter, die Dauer sprechen. Und da ist 45 Jahre jetzt ein Vorschlag der AfD. Ich kann Ihnen aber sagen, beim Thema Rente ist innerhalb der AfD noch kein wirklicher Konsens errungen wurde in dieser jungen Partei. Da schäme ich mich auch nicht dafür, da wird noch viel debattiert. Und gerade die Ostverbände sind es, die den sozialen Aspekt stärker im Fokus haben und dazu die auch eine geringere Zeit. Die AfD will das Renteneintrittsalter abschaffen. Wer 45 Beitragsjahre vorzuweisen hat, soll ohne Abschläge in Rente. Auch die Grundsicherung soll für diejenigen, die ausreichend gearbeitet haben, höher sein als für die, die nie gearbeitet haben. Zahlen. Und der Vorschlag der AfD, wenn ich das sagen darf, mit Renteneintrittsalter abschaffen und man muss auf 45 Jahre kommen, der geht gar nicht und der ist enorm frauenfeindlich. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Viele Frauen heute sind es vor allem, die eben auch mal Auszeiten nehmen für die Erziehung der Kinder, für die Pflege der Eltern und in der Zeit eben nicht arbeiten können. Und wenn man das sozusagen nicht berücksichtigen kann, diese Zeiten, dann kommen sie niemals auf die 45 Jahre und die volle Rente. Deswegen schlagen wir auch eine Solidarrente vor, ergänzend zum System. Mhm. Wir wollen, dass die 35 Jahre lang gearbeitet haben, auf mehr bekommen als die nicht gearbeitet haben. Dazu kommen wir auf jeden Fall. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Und Herr Poggendorf erzählt uns jetzt noch mal, was Ihnen eigentlich alles, Herr Poggenburg, nicht an dem Parteiprogramm und dem Wahlprogramm der AfD schmeckt. Sie haben schon gesagt, da gibt es Ostverbände, die sind anderer Auffassung. Niedersachsen glaube ich auch. Was schmeckt Ihnen nicht? Zuerst muss ich richtigstellen, Frau Schwesig, Sie haben das Programm nicht ganz gelesen, denn ganz klar ist, wir haben gesagt, wir möchten, dass Elternzeit, dass Erziehungszeit angerechnet wird adäquat. Das heißt, die Zeit würde nicht verloren gehen und es wäre eben nicht frauenfeindlich. Also bevor kritisiert wird, erst mal informieren. Die andere Seite ist, ja, ganz klar, wir sind eine junge Partei und gerade beim Thema Rente haben wir noch unheimlich Diskussionsbedarf und Diskussionsstoff. Da ist noch nicht wirklich in der Tiefe der Thematik der einheitliche Konsens gefunden. Da wird es noch heftige Diskussionen geben. Und vor allem die Ostverbände sind es, die den sozialen Aspekt noch stärker im Fokus haben. Haben Sie vorhin schon gesagt? Und da gibt es auch Vorschläge, dass man konkret sagt, nein, lasst uns das abstufen. Lasst uns sagen, okay, wir haben einen Vorschlag gemacht, ab 35 Lebensjahren, also Arbeitsjahren, die Rente wirklich schon voll zur Verfügung zu stellen. Und es gibt mehrere solche Vorschläge. Wir kommen im Detail noch dazu. Damit sind wir bei der AfD. Herr Poggenburg, da heißt es, die Bedürfnisse bei Ihnen, der kleinen Leute, müssen berücksichtigt werden. So sagen Sie. Geht es ein bisschen konkreter oder diskutieren Sie darüber auch noch? Also ganz klar, eine Grundrente über der Grundsicherung ist ganz klar. Wir haben Vorstöße innerhalb der AfD, die eine Grundrente von 1.000 Euro fordern. Als Maßgabe ganz klar ist, mit unter 800 Euro Grundsicherung kommt man in großen Teilen in Deutschland nicht mehr weit. Ja, und das ist ja ganz licht auf der Hand. Das heißt, Rente muss zum Leben reichen, ist unser Motto. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nachholen. Wie wollen Sie das finanzieren? Ja, die Frage der Finanzierung ist ja eine ganz fantastische Frage. Die wird bei vielen anderen Sachen ja nicht gestellt. Hier ist es so. Hier unbedingt. Hier wird sie gestellt, ist richtig. Das Geld muss dafür da sein. Wir haben ja Milliarden für Euro für andere Projekte, die nicht unbedingt immer wirklich dem Wohle des Volkes dienen. Der Rente erst recht nicht, wo genug Gelder da sind dafür. Mhm. Verschiedene Gesellschaftsexperimente, wo wir sagen, die brauchen wir nicht. Da können wir sehr viel Geld nutzbar und sinnvoll anwenden. Ich könnte die jetzt auf
aufzählen, wenn du das gerne möchtest. Naja, Sie haben im AfD-Wahlprogramm nachgelesen, Sie wollen die Mehrwertsteuer um 7% senken. Und Sie sagen, eine durch Staatsverschuldung finanzierte Stützung der Renten- und Sozialsysteme kommt für die AfD nicht in Frage. Das sind schon mal zwei echte Batzen, hochgerechnet 7% Mehrwertsteuer, 77 Milliarden hat das DIW ausgerechnet. Nochmal die Frage, wie wollen Sie es finanzieren? Also ganz einfach, wir müssen Kassen, Rentenkasse, aber auch Krankenkassen entlasten, indem wir Kosten, die beispielsweise seit der Migrations-, der Einwanderungskrise, die wir hatten, aufgekommen sind, wirklich wegfallen. Das ist ganz klar, hier sind Menschen zu uns gekommen, die werden zum Großteil nie Einzahler sein. Das werden Leistungsempfänger sein, über Krankenkassen, über Rentenkasse auch. Die müssen im Grunde durch Steuermittel im Grunde genommen, müssen die ganz einfach finanziert werden. Und wir sagen, Rente, sichere, ordentliche Rente ist ein gesellschaftliches Anliegen. Das muss auch teilweise über Steuern finanziert werden. Also doch über Steuern finanzieren. Ja. Und dabei sind wir Lieblingsthema der AfD bei der Frage, Frau Schwesig, wann werden aus den Flüchtlingen und Zuwanderern Beitragszahler? Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, dass die AfD wieder die Flüchtlinge zum Problem macht für andere gesellschaftliche Probleme, die wir haben. Die Rente zu sichern, das ist unsere Aufgabe, völlig unabhängig von den Flüchtlingen. Und die Flüchtlinge machen diese Aufgabe nicht schwerer und sie werden sie auch nicht unbedingt leichter machen. Das ist immer ziemlich, Herr Poggenburg, Sie haben es ja selber am Anfang gesagt, dass die AfD noch kein richtiges Rentenkonzept hat und dass sie sich dafür auch nicht schämen. Und das merkt man heute Abend. Und ich sage nur mal eine weitere Sache. Wenn man das Land so abschotten würde, wie die AfD es will, dann heißt das, dass wir uns einigeln, dass wir nicht mehr für freien Welthandel sind, dass wir nicht mehr für offene Grenzen in Europa sind. Und ein Land, was jede dritte Maschine, jedes dritte Produkt über den freien Welthandel verkauft, dessen Wohlstandsfrage liegt an offene Grenzen und einer Weltoffenheit und nicht an diese eingeschränkte Politik der FDP, der AfD, das wird nämlich am Ende des Tages, das muss man ganz klar sagen, den Wohlstand in Deutschland kosten und damit auch das Rentenniveau kosten. Also, Herr Poggenburg, wir müssen nicht über die grundsätzliche Haltung der AfD zu den Zuwanderern diskutieren, aber die Frage ist eine ganz konkrete. Ist es nicht lächerlich zu sagen, mit den Zuwanderern hätte es ein Problem in der Rentenkasse gegeben? Die sind einfach noch gar nicht so lange da. Das ist doch absurd. Also es ist eine Verschärfung, Sie haben es ja vorhin richtig gesagt. Es ist nicht das einzige Problem, es ist eine Verschärfung. Aber eines ist auch klar. Sind unsere Probleme im Rentensystem nicht älter? Sie sind älter, aber sie wurden noch mal gewaltig verschärft. Nee, ich würde sagen, wir reden einfach über die Probleme dieses Rentensystems. Genau, richtig. Und Problem würde vorschlagen, ja, dass wir damit keine Lösung erzielt haben. Wir haben eine Sache, die schon bisher nicht gut lief, noch einmal verschärft. Innerhalb offensichtlich von einem halben Jahr. Das wenigstens ist Ihre Argumentation. Nein, länger schon. Sie machen, Herr Poggenburg, interessant bei der AfD. Ihre Parteivorsitzende Frauke Petry, das ist sie immer noch, hat gefordert, dass man Selbstständige und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung zwingen müsste. Sagen Sie das eigentlich auch? Sage ich gerne und sofort, aber noch einen Punkt möchte ich richtigstellen. Es wurde gerade gesagt, die AfD möchte sich einigeln. Nein, wir sind diejenigen, die wieder Handelsbeziehungen zu Russland aufnehmen wollen. Wir wollen Ausgleich mit Russland. Wir wollen natürlich internationalen Handel. Die CDU sperrt sich dagegen. Ganz klar ist Beamte richtig. Ja, es gibt große Teile in der AfD. Ich habe gesagt, es ist noch im Prozess, aber große Teile in der AfD sagen richtig. Wir möchten, dass alle in die Rente wirklich einzahlen. Das heißt natürlich, es sind auch die Beamten damit gemeint. Es sind zum Großteil auch Unternehmer damit gemeint. Und ja, die Beamten sollen da auch zur Kasse gebeten werden. Aber, und das ist wichtig, es müssen natürlich die Besoldungen der Beamten auch erstmal stimmen. Das ist oft nicht der Fall. Und wenn die Besoldung entsprechend so ist, wie sie sich gehört, es gibt einen Besoldungsstau und auch einen Beförderungsstau bei vielen Beamten, dann ist es denen auch möglich, sich zu beteiligen an der Einzahlung zur gemeinsamen Rentenversicherung. Und damit ist Herr Poggenburg dran. Deutlich höhere Rentenbeiträge, Herr Poggenburg, für die Besserverdienenden. Was glauben Sie, wie leicht wird es Alice Weidel und Herrn Meuthen fallen, ihrer Klientel das zu verklickern? Ja, also es tut mir fast ein bisschen weh, aber da sind wir wirklich dann näher an der SPD als an der CDU. Und ganz klar ist, ja, das Schweizer Modell in den Punkten, die Sie gerade genannt haben, da stehen wir dazu, da finden wir das Schweizer Modell gut. Weg mit den Beitragsbemessungsgrenzen. Wer viel verdient, kann auch viel einzahlen. Es ist nun mal ein Solidaritätsprinzip. Alles andere ist im Grunde genommen wirklich unsozial und unfair.
Ist die Frage an Herrn Poggenburg. Die AfD, ich zitiere, will Betriebsrenten und private Vorsorge weiter durch Gesetze stärken. Mhm. Sie haben da wieder eine andere Position, weil Sie nämlich misstrauisch sind gegenüber der kapitalfinanzierten oder kapitalgedeckten Vorsorge. Können Sie uns damit eine Auskunft helfen? Ich meine, Riester-Rente ist ja nicht die einzige Variante, die es gäbe. Ganz klar können wir sagen, Riester-Rente weg, das ist gescheitert. Ich muss aber dazu sagen, wir haben ganz andere Probleme. Wir haben es nach über einem Vierteljahrhundert nicht geschafft, Rente Ost und West anzugleichen. Darüber sollten wir mal mehr reden, anstatt über das gescheiterte Riester-Modell. Dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, Herr Poggenburg, Sie fangen an in einer noch mal intensiven Runde. Jeweils 20 Sekunden bitte von jedem von Ihnen eine Antwort auf folgende Frage zu bekommen. Herr Poggenburg beginnt. Wie werden Sie Ihre Parteispitze überzeugen, dass Sie, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Ostbundesländer, das bessere Rentenmodell haben? Indem wir ganz einfach auf den sozialen Aspekt hinweisen, indem wir der Parteispitze klar machen, über Ost und West hinweg, dass wir nun mal die neue Partei der sozialen Gerechtigkeit sind, die AfD, und dass wir uns auch in diesem Punkt ganz klar daran halten müssen.